Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge unseres Let's Play Together Imperium Galactic Survival. Wieder mit dabei die Susi. Moin. So, ja, wir sind in einer neuen Aufnahmesession und dann gucke ich doch mal, wie das da oben mit unseren Nahrungsvorräten aussieht. Oder hattest du da schon geguckt? Nein, nee, ne? Ich wollte jetzt ein bisschen Essen machen für unterwegs. Diese. Gut. Essen ist in Produktion alles? Hatte ich schon. Nein, ich wollte jetzt hier diese Trockenriegel mitnehmen, falls wir in... Ach so, ja, ja, klar. Geraten, dass wir da wenigstens und so vorzeitig... In Wachstum. Da Beeren. Beeren unreif. In Wachstum. In Wachstum. Wachstum, Wachstum. Ich meine Sachen hier nicht los. Bitte? Ich habe hier noch 7 Stahlplatten auf Tasche, aber wir haben hier so viel. Dieser Container ist total voll. Echt? Ja. Soll ich mal die Scharfschützengewehre rausnehmen? Jedenfalls ein paar? Vielleicht stellt er deswegen keine mehr her, ja? Denn ja, da waren ja noch mehrere im Auftrag. Ja, pass auf, dann machen wir mal ein bisschen leer hier. So, jetzt kann er weitermachen. So. Süßstoff, Knospen, Fleisch habe ich hier noch dabei, okay. Das habe ich garantiert nicht von da oben. Das haben wir noch. Das und das kann da mit rein. Habe ich sonst noch was? Nein. Hatten wir denn den Flieger, oder hatte ich denn den Flieger wieder vollgetankt? Kannst du dich da noch... Meteorit gesichtet, eventuell enthält er Rohstoffe. Ja, nur wird er uns doch irgendwo angezeigt? So, wo produziert er denn noch was? Lass mal gucken. Ach, F, Mensch, ich immer mit meinem E und mit meinem F. Er produziert nichts mehr, er hat nichts mehr in der Warteschlange drin, er hat die Produktion. Dann hat er die fertig. Weil nichts da war. So, ich hatte denn 15 auf Tasche. Er produziert noch, du warst nur am falschen Konstruktor, weil das habe ich in dem einfachen großen. Ah, gut, dann. Da sind jetzt noch 2 Stück, stellt er noch her. Okay. Da muss ich wieder rausnehmen, weil das kriegt er sonst nicht gebacken. So, jetzt kommen die 2 da rein. Ja. Das heißt, da müssen wir bei Gelegenheit mal den Container erweitern. Das geht nämlich auch. So, und ich werde jetzt mal gucken. Wie das hier mit Munition und so weiter aussieht. So, Daddy ist kleiner, genau. Da ist nichts drin. Munition. 4180 Raketen. Ja, das reicht erstmal. Frachtbox 1 ist leer. Und der Kühlschrank ist auch leer. Gut. Alles prima. Gerade festgestellt, ich habe noch Stahlplatten und so weiter dabei. Ich auch. Ich habe die gerade reingemacht. 7 Stück hatte ich noch auf Tasche. 24 Stahlplatten und 4 Titanplatten. So, den Rest sollte ich behalten, ja. Wollen wir das riskieren, dass wir zusammen da hochfliegen in einem Flieger? Ja, nee, das Ding ist ja ganz einfach. Wir sind ja im Augenblick, wenn ich das richtig verstehe, mit den Piraten nicht im Kampf, sondern wir wollen ja mit ihnen handeln. Okay, na gut, lass uns das mal probieren. Ich bin mal gespannt. Nur dazu möchte ich jetzt einmal kurz gucken. Da bin ich gespannt, was passiert, wenn wir beide da oben festhängen. So, übrigens, mein Flieger existiert da oben nicht mehr. Okay. Mein Alter, der ist jetzt raus. Gut, das kann ich mir vorstellen, dass das beim nächsten Laden gemacht hat, ja. So, und das ist die Hidden Station. Da müssen wir hin. Die Alte schmatzt. So,
Genau. Jetzt. So. Da habe ich jetzt einen Wegpunkt gesetzt. Dann muss ich noch mal gucken, ob der genug Treibstoff hat. Treibstoff und Sauerstoff, genau, die beiden Sachen waren es. Ja, wenn wir zu zweit da drin sind. Vor allen Dingen, wir müssen daran denken, dass wir den nicht abschalten, wenn wir landen, ne? Ja, das ist okay. Weil sonst kühlt das Ding aus und dann erfrieren wir hinterher. Das Problem hatte ich ja beim letzten Mal. Ja, dass ich ihn abgeschaltet habe, wieder reingegangen bin und dann trotzdem fast erfroren wäre. Kannst du an mein Raumschiff denn keine Schubdüsen machen, die nach unten drücken? Nein, ne, das geht nicht mehr. Ich muss ja dann auch nach oben welche machen. Ach so, okay. Ne, dann brauchen wir keine. Klar könnte man das theoretisch machen, aber ich glaube, da wäre es einfacher, nochmal einen zweiten zu bauen, so wie meinen. Ja, alles gut. So. So, jetzt muss ich da gucken. Kraftstoff. Ist voll. 50% habe ich hier. Achso. Ah ja, ich sehe das nicht, weil bei mir was verdeckt, aber. So, jetzt ist er voll. Da hatte ich doch einen zweiten Treibstofftank reingesetzt. Ah, okay. So, was uns aber fehlt, ist dann ein zweiter Sauerstofftank. Denn wenn der jetzt zu 95% voll ist, dann haben wir den, befürchte ich mal, ganz schnell wieder aufgebraucht. Also werde ich mal noch schnell einen zweiten Sauerstofftank herstellen. Den hinten mit einbauen und dann füllen wir den auch noch auf. Warte mal, habe ich nicht auch Sauerstoff noch auf Tasche? Klar, 5 Flaschen habe ich, große Flaschen Sauerstoff auf Ja, Tasche. können wir dann gleich, wenn wir ihn gebaut haben, Okay. eingebaut haben, kannst du das mit auffüllen. So, ich gucke gerade hier nochmal. Ne, hier ist sonst nichts weiter an fertigen Sachen. Der ist fertig mit produzieren. Jawohl, dann bauen wir hier. Das war dann hier, ne? So. Nein, hier, genau. Sauerstoff. Ach, und wir brauchen hier noch Fenster, ja? Da oben ist noch ein Loch. Okay. 3 Fenster, glaube ich, oder sind das, ich weiß nicht, wie groß die sind, aber hier ist noch eine Ritze. Ja, ich gucke gleich mal. Alle gut. Ich muss nur kurz gucken. Da ist Sauerstoff. O2-Tank heißt der, genau. O2-Station, O2-Tank. Zack. Gut, hat er gebaut. Dann nehmen wir den mal mit. Also wir haben noch 359 kleine Flaschen hier im Notfall, ne? Ich habe im Notfall immer Sauerstoff dabei und zwar habe ich 166 bei. Also ohne kleine Sauerstoffflaschen verlasse ich das Haus nicht. Also ich habe 55 dabei. Okay, Okay, ich müsste notfalls pumpen. dann packe ich nochmal 90 mit dazu. So, dann habe ich auch 145. Nein, irgendwas war da eben mit Reputation. Das habe ich aber leider ziemlich spät gesehen. Zirax Imperium unfreundlich. Polaris unfreundlich. Piratenclans neutral und Talon sind freundlich. Also Ja, die weil die. Piraten sind eher auf unserer Seite als Polaris, ne? Oder Ja, da Zirax. hast du doch das letzte Mal, sind wir doch beschossen worden, weil du Ja, da wegen gepumpt dem hast. Promethium, genau. Nein, was interessant ist, Zirax Imperium ist nur noch unfreundlich. Das heißt, die greifen uns nicht an, wenn wir ihnen nichts tun. Nö, das haben wir auch nicht vor. Wir sind friedliche Genossen. Jetzt doch, okay. Was ist, da wollte ich noch mal gucken hier mit dem Dingens. Stimmt, das ist fast voll hier unten. Da sollten wir einen zweiten Frachtcontainer bauen. Dann mache ich das doch mal eben hier. Frachtcontainer sind dann hier. Container kann.
Frachtbox heißt das Ding, genau. Irgendwie könnte man die auch verbinden, ne? Die Frachtboxen. Frachtbox 2, genau. Ich vergesse immer, dass wir einen Aufzug haben. Ich laufe immer zu Fuß die Treppen hoch. Der steht ungünstig. Moment mal bitte. Wie geht denn das? Nein, da war das nicht. Dann war es hier. Ja, du warst da gerade hier oben. Geräte. Hier, Ich hatte oben ge geerntet, ja. ich kann jetzt tatsächlich Trauben schon wieder ernten. Das ist ja unglaublich. Schon wieder. Ja. Gut. Warte mal, was habe ich denn geerntet? Ja, Träubchen, 8 Stück. Wie ging das? Da ist eine Frachtbox. Wie kann ich die verbinden? Das war doch irgendwie, ging das doch. Also in der Realität hätte ich gesagt mit Schrauben, aber. Nein, dass der Inhalt im Grunde, was weiß ich, dann automatisch aufgeteilt wird auf beide. Okay. Das meinte ich. Jetzt teile da. So, aua. So, 18. Jetzt haben wir wieder 16 Träubchen. Also da kriegen wir wieder 16 Flaschen raus. Also der obere von den beiden Frachtboxen, die ich jetzt gebaut habe hier, die zweite, die obere. Ist noch nicht verbunden. Ich weiß nicht, wie das. Oder ging das von hier? Nein. Nein. Das muss irgendwie hier gehen. Da gab es doch irgendwie die Möglichkeit, das zu erweitern. Denn hier sind ja jetzt die Scharfschützengewehre drin und dementsprechend ist das Ding ja fast voll. Vielleicht, wenn du da was rüberpackst, dass es dann weiß, das, was da machen soll. Nein. Marktplatz, Registratur. Das ist die Karte, Steuerkonsole. Ich hätte jetzt gesagt, entweder hier direkt oder in der Steuerkonsole, aber ja, muss man die vielleicht erstmal einschalten da oben? Nein. Frachtbox 2. Vernichten, ablegen, Masse, Volumen. Wenn ich hier auch auf Startbahn Basis gehe und auf Frachtbox 1, genau. So, und wenn ich jetzt ihm, kann ich ihm jetzt irgendwie sagen, verbinden. Ah. Das heißt, nein, jetzt habe ich mich verbunden, oder wie?
So, nochmal. Startbasis. So, Verbindung aufgehoben. Das ist nur mit meinem eigenen Inventar, kann ich dann verbinden. Verbindung mit Container auf der rechten Seite. Wenn aktiv, werden aufgehobene Gegenstände in Container abgelegt. Container abgelegt. Aktiviert auch Fernzugriff-Arbeitsleiste. Dort kennt man Gegenstände zum Bauen und so weiter ablegen. Das ist aber nicht das, was ich suche. So. Nee, da verbinde ich mich und nicht den anderen Container. Och, ich habe wieder Freischaltpunkte. Das ist natürlich klasse. Das ist gut. Scharfschützengewehr. Das wäre die Laserpistole, nein. Werkzeuge, da ist nichts mehr, da habe ich alles. Diverses. Das habe ich auch alles. Kleines Raumschiff. Das sind die Jetdüsen, die will ich ja nicht. So, zusätzliche Cockpits. Das. Scheinwerfer. Und richtige Fahrwerke. So, und für die Basis. Großer Treibstofftank, der große Generator. Ach, so viele Punkte habe ich schon nicht mehr. Okay. Containerlagerverwaltung. Vielleicht braucht man die ja dafür. Okay. So. Warte mal jagen. Du warst jagen? Natürlich. Sehr schön. Gut, so. Das habe ich. Das können wir dann in die Frachtboxen packen. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen Platz drin. Nehmen wir mit, weil das da können wir mit handeln. Okay. Wollen wir mal schon so in Sicherheit so ein Notzelt mitnehmen, sag mal, dass man da, hier ist der Kühlschrank. Oder meinst du nicht, eher nicht? Nee,
Not zählt hier unten, um dann hier unten wieder zu respawnen, macht, denke ich mal, eher Sinn, ne? Okay, ja, ich weiß es nicht, darum Ich auch frage ich. nicht. Gut, dann sind wir schon mal zu zweit. So, in den Kühlschrank kommt der Wein. Moment, ich bin dran. Ich mache hier gerade unsere. Ich bin im Flieger. Okay, ach so. So, und in die Frachtbox kommen die ganzen Scharfschützengewehre. Was ist denn noch mit Essen, bevor wir losdüsen? Sollten wir auf jeden Fall dann noch. Ich bin im Augenblick noch am Einrichten hier. So. Und jetzt eben noch schnell nach hinten. Ach, das ist hier sogar offen alles noch, ja. So, dann kann ich den Treibstofftank da einfach irgendwo draufsetzen, denke ich mal. So, dann ist der da eingebaut. Sehr gut. Gucke ich mir das nochmal aus dem Cockpit an. Ja. Okay. Sauerstoff 78%. Warum macht er das nicht weiter? Das ist jetzt komisch. Anzahl Tanks 2, Gesamtkapazität 800. Inhalt. Ja, da hatten wir das Problem gerade wieder. Ja, ich habe mit Absicht nichts gesagt. Gesamtinhalt sind 627 von 800. So eine Flasche hat aber 250. Das heißt, da kriegen wir mehr nicht rein. Dann werde ich einfach mal von den kleinen noch, oder? Nee, ich habe ja notfalls noch mal die großen Flaschen dabei. Du ja auch. Wir können ja, falls der Sauerstoff hier drin knapp wird, können wir ja noch mal eine große Flasche reinschmeißen. Ich habe 5 große bei. Ja, ich auch. Gut, dann passt das. Super. So. Alles dann soweit an Bord. Soweit an Bord. Jetzt noch mal einmal kurz essen. Okay. Gesundheit auf 100% bringen, notfalls über die Gesundheitsstation und dann geht's Habe ab. ich schon. Habe ich schon gemacht. Alles fertig. Ja, ich noch nicht. Ist Ich gut. bin nicht so schnell. Du weißt, es ist ein langer Weg. Geh noch Pipi machen. Ich brauche nicht so oft. Nicht, dass du unterwegs hast. So, aber was ich machen werde, ich werde hier noch Auftrag erteilen, Okay. dass der hier noch was zu futtern herstellt. Was ist das? Torte? Nee, also Wein auf jeden Fall. So viel wie geht. Für Pizza hat er kein Gemüse. Fleischburger kann er herstellen. Und wenn dann noch was übrig ist davon. Gut. Weinflaschen sind im Kühlschrank, Scharfschützengewehre sind. Hier sind noch zwei Pulsgewehre drin. Nimm die doch mit, vielleicht kannst du die auch verscheuern. Und ein Raketenwerfer und eine Schrotze T2. Okay, Die nimm Schrotze doch dürfte mit. deine sein, ne? Wenn das die gute ist, dann ist das meine. Die bleibt natürlich da drinnen, bitte. Ja, und den Raketenwerfer. Ich habe bis jetzt noch keinen Grund gefunden, irgendwie das Ding abzuballern. Ich auch nicht wirklich. So, eine einfache Schrotze haben wir hier auch noch. Die kann dann auch weg. Genau. Die T2 lasse ich dir drin und den Raketenwerfer auch raus. Und ein Lasergewehr. Warte mal, T2, warte. Pulsgewehr habe ich, Scharfschützengewehr T2, Schrotflinte T2 besitze ich bereits. Okay, weg damit. Also kann
kannst du die mitnehmen und das Multiwerkzeug T2 besitze ich auch. So, dann kannst du das gerne. Überlebensmultiwerkzeug. Ein Sturmgewehr T2 auch. Einen Moment bitte nochmal ganz kurz gucken. Denn war das das Sturmgewehr, was übrig? Nein, das habe ich nicht. Das ist meins. Das lässt du bitte Okay, drin. dann lassen wir das drin. Hier ist nochmal ein Überlebensmultiwerkzeug, dann nehme ich das auch mit. Das Lasergewehr dürfte dann auch deins sein. Jo. So, und die ganzen Upgrade-Kits behalten wir natürlich. Gut, sonst ist hier nichts weiter zum Verkaufen. Hat Maria noch wieder noch schnell einen Apfel essen? Haben wir nicht, okay. Gegessen habe ich nämlich noch nichts. Ich habe bisher nur hergestellt. Ja, dann. So, ich bin auf 500. Du kannst dann rangehen. Das So, reicht dann mich. nehme ich den Wein auch noch mit, den wir gerade hergestellt haben. Dann nehmen wir den Dino-Eintopf mit. Energiebündel habe ich auch. So. Kein Essen haben. Und dann die Konzentratriegel mitnehmen bringt ja eh nichts. Dann esse ich die jetzt einfach mal. So, 500, gut. Auf geht's. Denk dran, dass du die Heckklappe reinziehst, wenn du reinspringst. Einrollst nicht, dass wir da. Okay, sitzt du schon vorne drin? Ja. Ich auch. So, wir können. Nee, ich muss erstmal das, was verderblich ist, in den Kühlschrank packen. So, wir hatten hier noch ein Pulsgewehr, einen Raketenwerfer, eine Schotze T2, ein Überlebenswerkzeug, noch ein Überlebenswerkzeug und eine normale Schrotflinte. Das kann da rein. Und dann Kühlschrank, da sind 42 Flaschen Wein drin, da kommen nochmal 16 dazu und dann kommt Dino-Eintopf noch dazu. Nicht für uns zum Essen, Ich weiß, sondern und zum das gut. Verkaufen. Genau. So, du sagst, du bist fit? Ich bin da. Geht's. Der Sonne entgegen. So, wir sind im Orbit. Hidden Station 10,4 Kilometer. Pass auf, wir haben da. Ja, da kommt was Rotes auf uns zu. Ich sehe es. Ich hoffe, das ist ein Frachter. Ja, den lassen wir in Ruhe. Mappi. Den lassen wir in Ruhe. Das ist. Du hast vergessen, dass wir da oben was haben. Deswegen sagte ich ja, wir lassen den in Ruhe. Von unseren Waffen habe ich nichts gesagt. Das war tatsächlich das Ding, was der rote Punkt ist. Der ist jetzt hinter uns, richtig? Ja, wir sind dran vorbeigeflogen. Aber da das nur unsere Automatikgeschütze waren, hat das auch keine Minuspunkte für uns gebracht. So, 2 Kilometer. Ein bisschen abbremsen.
Schon heftig, wie das Ding auf einen zukommt. Da müssen wir rauf. Ich muss erst mal gucken, wo die Station ist. Jetzt muss ich auch mal kurz gucken. Das war auch richtig. Jo, einmal angeditscht. Das war zu weit. Wie war denn das mit rumgucken? Ach so. Ja, alles klar. Also einmal ein bisschen zurück. Dann noch mal einmal ausrichten. Ich glaube, wir sind gelandet. Achso, wenn du das anlässt, können wir ja nicht aussteigen. Das ist ja das Problem. Deswegen muss das Ding doch immer aus sein, oder? Draußen. Ich auch. Ach du Scheiße, kein Sauerstoff. Wo ist denn hier der Eingang? Hier, wo ich bin. Ich stehe schief. Aber Okay. ich muss noch mal rein in den Flieger, weil ich muss ja die Sachen mitnehmen. Wegen Handeln. So, habe ich hier Sauerstoff drin? Also jetzt muss ich erstmal mit J machst du deine Schubdüse aus. Ach du Scheiße. Geh Nicht rein, gut. geh rein, geh rein. Innen drin hast du Sauerstoff, hast du alles. Und da hast du auch Wärme. Ich fahre schon mal mit dem Fahrstuhl runter, wohin auch immer. So, mehr kann ich nicht mitnehmen. Alter, was war das denn? Ups. Guten Tag. Okay, er sagt, ich soll gehen. Auf Wiedersehen. Da hinten ist es so. Genau, hier bin ich auch. Aber er will nichts. Was, wenn ich nicht essen kann, soll ich klauen? Hä? Ich stehle nicht. Hallo? Das war jetzt falsch. So. Wir brauchen einen Platinbarren. Okay, den habe ich nicht bei. Wozu brauchen wir einen Platinbarren? Hallo? Bist du bekloppt? Was habe ich denn dir getan? Sag mal, hast du eine Macke? Okay, Waffen raus. Was
war das denn jetzt gerade? Kann man die abballern? Oh, der schießt mich hier oben ab, das Ding. Mich hat eine Shotgun erwischt. Ich glaube, ich habe irgendwie was Falsches zu dem gesagt. Na toll. Na toll. Halt, wo schießt denn hier noch jemand auf mich? Ich habe jetzt einen erschossen, also was sollte ich jetzt machen? Ja, ja, wir müssen sie jetzt platt machen. Das Problem ist, ich bin jetzt außerhalb. Okay. Weil ich ja gestorben bin eben. Ach du Schiete. Und muss jetzt erstmal wieder den Eingang zur Basis finden. Und ich friere tierisch. Dir ist kalt. Ja, ich weiß, dass mir kalt ist. So, das Ding habe ich auch erstmal weggeballert hier, dieses Teil. So kann ich den irgendwas entnehmen. Jetzt kriege ich natürlich nach, wa? Schrotpatronen brauche ich, das nehme ich auch. So. Ja, das war ja der Punkt. Entweder wir machen sie platt komplett oder, ne? Den Typen, der da steht, auch und seinen Kompagnon? Ja, ja, alle. Wir müssen jetzt komplett die Basis im Grunde, also nicht die Basis an sich, sondern die Typen komplett platt machen. Der lässt sich aber leider nicht erschießen und sein Kompagnon auch nicht. Nee. Nicht auf mich schießen. Nein, 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 nein. Ich habe auf den Burschen geschossen und den kannst du schießen, so viel wie du willst. Okay, dann komm mal mit. Ja. Den hattest du gelootet hier? Den habe ich gelootet, ja. Ich war so frech. Und da oben war ja so eine Selbstschussanlage, die habe ich auch runtergeballert. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass da noch mehr was kommen könnte. Da siehst du. Oh, fucky. Was ist denn ditte? Wieso habe ich einen... Ja, da ist auch eine Selbstschussanlage. Ach nee, er ist doch. So. Loote den mal gleich bitte. Was war denn drin? Das Problem ist, ich bin eine Lasergewehrzelle und so weiter. Ich kann nicht looten, weil ich bin vollgepackt mit Scharfschützengewehren. Ich flitz mal eben hoch und pack die ins Schiff wieder. Die ganzen Sachen, mit denen wir handeln wollten. Okay. Zumal ich ja sowieso was an Nahrung brauche und auch was zum, ja, bei uns im Schiff, wir haben ja die Medizinstation, oder? Oh Gott, wo ist denn unser Schiff? Ich komme mit, weil ich muss ja auch was haben. Ja, den Fahrstuhl hoch wieder. Fahrstuhl hoch, okay, warte mal, ich habe mein... Ja, genau, hier hoch. Okay. Ich bin nur noch auf 35%. Krieg ich das hin bis zum... Boah, bloß drin hier. So, wo sind die Krankenstationen? Ich weiß nicht, ob wir wirklich eine haben. Ach so, okay. Notfalls setz dich vorne erstmal rein. Anzugstation haben wir. So, Sauerstoff kannst du auf jeden Fall auffüllen. Hier ist der Kühlschrank. Also eine Binde hätte ich noch dabei. Die brauche ich aber, um mich fit zu kriegen. Im Zweifelsfall dann. Dir ist heiß, dir ist kalt. Gott, zippe. Hast du zugemacht? Ja. Im Kühlschrank ist dieser Dino-Eintopf. Da ist mal einen von. Kühlschrank, Dino-Eintopf. Wo ist der Kühlschrank? Hier, das, was nur so wie Rippen aussieht. Nein, das hier. Hier, das obere. Ach, das da, okay. Mit diesen Dingern da. Da ist nichts drin. Hä? Ja, für mich ist da nichts drin. Dann schalt mal oben um auf, wenn du da draufklickst, auf Daddy's Kleiner. Okay. Ach, Quatsch, da ist nichts drin, natürlich, das hab ich auch dabei. So, das wollte ich ja gerade rauspacken. Hey, warte, Gott. Warte. Ich hab was gemacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, irgendwie backe ich jetzt fest. Was machst du? Ich will hier raus wieder. Du hast gerade irgendwas mit dem Schiff gemacht. Ich bin jetzt unten drunter gefangen. Ich habe eigentlich nichts damit gemacht. Soll ich nochmal zurück? Ich bin jetzt aus dem Spiel rausgeflogen. Das ist nicht dein Ernst? Doch. Ja, aber wir sind eher am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.